Vzduch je modrý mínem nasycen, nový ubrus starým vínem polit. Mladý muž si tyká s měsícem a vzliká. Život je pes a já se musím holit. Je, je. Dávno, co má brada byla holá, když tu náhle přišel vůz malý a zrzavý. Koupil jsem si volení a večer místo školení holil jsem se potají, tak jak to hoši dělají, když mě náhle prozradili boty vrzavý. A i hned bylo veselo skrz jeden zrzavej fous, jenom málo scházelo, byl bych je vsteky kous. Utíkal jsem večerem a nebyl jsem si jist, zda neskončí to malérem, až budu tesat list. Je, je, ha, 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 ha. Habe ich ihn eben geküsst, wenn er es so haben wollte? Den Lippenstift bekam er natürlich gar nicht mehr runter. Welche Farbe? Na, Zyklam war doch so. Ja. Habt ihr heute früh gehört? Gab scharfe Sachen im Radio. Wann? Na, so gegen 7:30. So ein Pech, da war ich doch schon unterwegs. Muss schon um 6 Uhr aus dem Haus. Bist du denn gestern mit deiner Wäsche fertig geworden? Von wegen. Mein Alter hat geschimpft. Nach Feierabend will er was von mir haben und so. Naja, wir haben ferngesehen. Moment mal. Sei froh, wenn er dich beachtet. Und wer macht schöne Bilder? Ich habe einen kennengelernt, der fährt einen Tatra. Und wie sieht er aus? Ein Tatra-Greis? Ein Tatra-Greis. Kinder, habt ihr meinen Kamm gesehen? Wir sind noch nicht fertig, nicht reinkommen. Ja, ihr seid zwar schön, aber so verlockend seid ihr auch wieder nicht. Ach, ihr seid wohl nicht gut genug. Der alte Genießer ist ja schön, dann ist er auch kein Adonis. Immerhin hat er einen soliden Bauch. Männer mit Bauch haben so etwas Beruhigendes. Macht euch nicht über meinen Bauch lustig. Das Einzige, was mir geblieben ist. Hört mal her, ich muss euch was sagen. Heute wird nämlich der neue Lehrling zu uns kommen. Sprecht mit ihm, wie es sich gehört. Das ist kein Vergnügen für so einen jungen Mann unter lauter Frauen. Er hat sich nicht umgerissen. Sie scheinen ja eine schöne Meinung von uns zu haben. Wir vernaschen doch keine kleinen Jungen. Übrigens, kennt einer von euch den neuen Lehrling? Nein. Keine Ahnung, wer es ist. Bin ja gespannt, wie er aussieht. Er muss ungefähr 16 sein, wenn er jetzt mit der Lehre anfängt. Dann ist er nichts für mich. Komm mit, ich werde dir erst mal alles erklären. Bei uns ist Selbstbedienung, wie du siehst. Und ich will dir ganz offen sagen, was das bedeutet. Wir schenken unseren Kunden das vollste Vertrauen. Wirklich das vollste. Jawohl, ohne Hintergedanken unser hundertprozentiges Vertrauen. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe. Sie sind selten, tauchen nur vereinzelt auf, aber immerhin. Sie klauen eben, verstehst du mich? Deine Aufgabe wird darin bestehen,
die Kunden zu überwachen und Diebstähle zu verhindern. Du musst deine Augen überall haben. Natürlich machst du es so, dass keiner von ihnen merkt, dass er überwacht wird. Wir haben uns verstanden? Die dürfen gar nicht sehen, dass du auf sie aufpasst. Glaub nicht, das sei etwas Ehrenrühriges oder gar Misstrauen. Keine Spur, nichts davon. Du verhinderst einfach, dass jemand in Versuchung geführt wird, zu stehlen. Und so trägst du dazu bei, unsere Menschen zur Ehrlichkeit zu erziehen. Also, mein Junge, ich will dir mal was aus meiner Praxis erzählen. Solange ich den weißen Kittel da anhatte, ist es mir nicht einmal gelungen, jemanden zu erwischen. Denn wenn du so im Kittel stehst, dann weiß jeder Kunde, du gehörst zur Verkaufsstelle und nimmt sich in Acht. Andernfalls aber, wenn du ohne Kittel nur so im Anzug da stehst, dann wird es dir ganz bestimmt gelingen, genau wie mir, 2 bis 3 Klaumöpse zu erwischen. Darf ich jetzt? Wir hängen den Kittel dahin. Wir haben uns verstanden, Peter. Hm? Natürlich. Gefällt's mir. Peter, ich hab's dir doch erklärt. So wird das noch nichts. So wird das nie was. Du beobachtest ja die Kunden wie einer von der Polizei. So geht das nicht. Außerdem siehst du nur auf die Körbe. Ist doch klar, wenn hier einer was klaut, dann wird das unten in seine Tasche legen. Ganz ruhig, wie ich's dir gezeigt habe. Und vor allem unauffällig. Verstehst du mich, Peter? Natürlich. Gut, mach weiter.
Menschen, mir kam es eben so vor, als ob der eine Kunde was geklaut hat. Welcher denn? Schade, er ist gerade rausgegangen. Worauf wartest du? Lauf ihm schnell nach. Na ja, aber so bestimmt weiß ich es auch nicht. Das macht doch nichts, lauf ihm nach. Aber warst du? Wo bist du gewesen? Ich habe gearbeitet. Gearbeitet? Ja. Gearbeitet? Nein, wirklich, ich habe gearbeitet, Vater. Wo? Na, in der Verkaufsstelle. Wo sollte ich denn sonst gewesen sein? Dann kennst du also den Leiter? Ja, selbstverständlich. Was mag er dann gewollt haben, als er dich zu Hause suchte? Aber... Dann kennt er dich doch wohl nicht. Aber natürlich kennt er mich. Da ist nur seine Geschichte passiert. Was? Mir war es nur so vorgekommen, als ob einer der Kunden was geklaut hat. Und da bin ich ihm lieber nachgegangen. Ach so, du hast Detektiv gespielt. Hm. Es kam dir so vor, als wenn jemand was gestohlen hat. Und weiter, was hast du getan? Ich bin ihm eben nachgegangen. Und das war alles? Ja. Ich verstehe nicht, was soll das für einen Sinn haben, so hinterher zu gehen? Hast du ihn angehalten? Weißt du, was er gestohlen hat? Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, was du an meiner Stelle getan hättest. Ich bin ihm nur hinterhergegangen. Du fragst, wie ich mich verhalten hätte. Wäre ich an deiner Stelle gewesen, hätte ich gesagt, bleiben Sie stehen. Und dann festgestellt, was er gestohlen hat. Die Tasche durchsucht. Und zwar gründlich. Aber hinterherlatschen und überhaupt nichts rauskriegen, das begreife wer will. Welchen Wert soll das haben? Ich habe gedacht, er wird sich irgendwie verraten oder sowas, nicht? Hm. Irgendwie. Warum hast du ihn nicht festnehmen lassen? Aber das geht doch nicht. Warum sollte das nicht gehen? Wäre ich an deiner Stelle gewesen, ich hätte zum Beispiel einen Polizisten gerufen oder einen älteren Mann und hätte ihn festgenommen. Immerhin besteht der Verdacht, dass er bei euch geklaut hat. So ganz genau habe ich es auch nicht gesehen. Na, dann brauchtest du gar nicht hinterher zu gehen. Hättest im Laden bleiben müssen.
Und das ging auch wieder nicht. Ich hatte es den Frauen bei uns gesagt. Und die meinten, dass es am besten wäre, ihm sofort hinterherzugehen. Und da bin ich ihm hinterhergegangen. Warum hast du es nicht dem Verkaufsstellenleiter gesagt? Warum gerade den Weibern? Sagt man denen sowas? Es waren die Verkäuferinnen, weißt du. Ja. Und wie ging es nun weiter? Ne? Was war das Resultat? Irgendwas muss doch dabei rausgekommen sein. Na gar nicht. Nichts weiter. Ich bin ihm den ganzen Tag hinterhergegangen. Spazieren gegangen bist du also? Warst nicht bei der Arbeit? Doch, ich war. Aber wie lange? Was hast du nachher gemacht? Herr Ritschon, antworte! Ich bin nach Hause gekommen. Ach so. Aber du kommst reichlich früh nach Hause. Wäre es nicht besser gewesen, du hättest dich noch im Geschäft sehen lassen? Nein? Wieso gehst du so früh nach Hause? Wie stellst du dir das vor? Kann da jeder tun und lassen, was er will? Kann sich jeder von seinem Arbeitsplatz entfernen und nach Hause gehen? Wo gibt's denn sowas? Mir hat auch manches im Leben nicht gefallen. Aber ich musste es aushalten. Und oft gegen meinen eigenen Willen. Das hat einen Kerl aus mir gemacht. Das. Vater, ich bitte dich, hier endlich auf, damit Peter schließlich noch ein Kind. Ich bin kein Kind mehr, was soll denn das? Selbstverständlich, du bist schon lange kein Kind mehr. Und ich wünschte, du wärst dir endlich darüber im Klaren. Gib her, ich wärm's dir noch mal auf. Nicht doch, es geht. Aber du bist doch ganz kalt, Junge. Nein, bestimmt nicht, es geht. Widersprich nicht immer. Mach's ihm warm. Wenn man sich heute so umschaut, besonders in den Geschäften, was sieht man da? Nur Frauen. Jungen und Männer aber. Seltene Kostbarkeiten. Seltener als Safran. Und letzten Endes, was wird mit den Frauen? Sie heiraten. Und der Arbeitsplatz steht leer. Und an wem liegt das? Auf wen kommt es immer an? Auf uns Männer. Auf uns Männer. Ein Jahr oder zwei hält man durch, nicht wahr? Da bist du schon selber Chef. Stell dir das vor, ein Chef. Denen geht's gut heutzutage. Das hängt nur von dir ab. Liegt in deiner Macht. Also streng dich gefälligst ein bisschen an und werde Chef. Gott möge verhüten, dass nochmal so ein Krieg kommt. Wie heißt es doch im Sprichwort? Wer es nicht weit hat, bis zur Suppenschüssel, hat es weit bis zum Grabe. Aber dazu bist du noch zu jung. Überhaupt nicht dran denken. Also pass auf. Am Montag gehst du zu deinem Verkaufsstellenleiter. Entschuldigst dich, wie es sich gehört, und alles ist wieder in Ordnung. Verstehst du mich? Verstehst du mich?
Was du ich ist die Zau. Ja, ich bin steb da, weil alle Tis na wojnu rukoval. Když nám bylo 20 let, mou lásku jsi si psal. Wenn es in dem Schuppen ja wenigstens brennen würde. Du würdest den Brand löschen, nicht wahr? Das meine ich nicht. Feuerwehren sind nicht knapp. Warum guckst du mich so an? Ich würde retten, was zu retten ist. Vor allem, wenn es in der Nacht brennt, ne? Wieso in der Nacht? Ja, in der Nacht. Da würden wir die Bienen aus dem Körbchen holen. Mit Vergnügen. Ach so, ja, ja, ja. Na, na, na. Mann, stell dir vor. Wenn die Pawlowrowa von den Flammen beleckt wird. Da möchte man Flamme sein. Junge, Junge. Das ist nur ein Herrenpullover. Da fehlt doch was drin. Als ob ich eine halbe Portion bin. Wenn man das hier aber alles ausfüllt. Dann wäre man vielleicht ein Typ, auf den die Mädchen fliegen. Ob man es mal mit einem Expander versucht? Was für eine Brust hat eigentlich die Pavla? Noch nicht überprüft. Das weiß Marek nicht, wa? Ich wundere mich sowieso über sie, dass sie mit ihm geht. So ein fieser Weiberheld übt einen schlechten Einfluss auf sie aus. Ich habe sie schon oft getroffen. Schon ein paar Mal unten am Fluss, immer Hand in Hand. Manchmal war sie aber auch allein. Und ich stehe da und gucke sie so an und... Aber sie sieht durch dich durch, als ob du Luft wärst. Trotzdem, dabei wird er ganz schön heiß. Komisches Gefühl, als ob du gar nicht richtig da bist. Als ob du dich auflöst. Und doch bist du da. Und wie? Klar bist du da, weiß ich auch. Du bist mir schon eine Jungfrau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zwei Töne höher. Warum lachst du? Ich bin kein junges Talent. Kennst du das? Eine Parodie auf Othello. Nein. Na und jetzt er. Nein, er geht ab. Warte. Sie will nur ganz kurz unterstreichen, was er gesagt hat. Oh, du lieber Othello, lieb dich doch sowieso. Oh, du lieber Othello, lieb dich doch so. Ich verstehe kein Wort. Etwas lauter. Oh, du lieber Othello, lieb dich doch so. Auftritt Cassio. Wer tritt wen? Unsinn, Cassio tritt auf. Aha. Hast du es denn nicht gesehen? Nein. Klar, jetzt geht's weiter. Er sagt, guten Abend, schönes Mädchen, wenn ich störe, so verzeih. In der Kneipe, drunten im Städtchen, tuckt ne flotte Keilerei. Dein Othello soll sich anziehen, denn es fließt das rote Blut. Dein Othello, bitte weck ihn, furchtbar ist der Ritter Wut. Othello verabschiedet sich von ihr mit einem Küsschen und ab. Cassio allein mit ihr und spricht. Warte mal, wie ging denn das noch weiter? Ich behalte sowas immer so schlecht. Er sagt... Hör mal. Was? Sehr doll finde ich das nicht. Wart doch mal ab. Wenn ich nur wüsste, wie das weiterging. Peter! Ist Peter da? Hä? Ist nicht hier? Peter! Er ist wohl nicht hier. Na gut, weiter geht's. Was guckst du so? Ich gucke überhaupt nicht. Ich bin beim Nachdenken. Und worüber denkst du nach? Das kann ich dir nicht sagen. Warum solltest du mir das nicht sagen können? Weil es nicht geht. Du würdest mich womöglich für einen unanständigen Kerl halten. Das glaube ich schon lange. Was? Ach was, ich glaube gar nichts. Also, woran hast du gedacht? Das sage ich dir nicht. Ich weiß es schon. Dann sag's doch. Das geht nicht. Na sag es doch. Daran ist nur zufällig überhaupt nichts Unanständiges, damit du es weißt. Manche Mädchen haben noch kleinere Badeanzüge an als ich. Und manche kleinen Mädchen gehen sogar am Strand ganz nackt.
Manche ja, die unter drei. Na. Aber dafür habe ich nichts übrig. Ich meine, für die Mädchen, die sich schon vorher so zeigen, so... Hör, eine Achtung, Dusche gefällig! Au! Oh, au! Oh, pass doch auf! Ihr seid verrückt geworden! So eine Gemeinheit. So was. Die beiden Mädel kenne ich aus der Schule. Und was sind das für Jungs? Keine Ahnung. Das sind ja komische Hennies. Hey, ihr lasst mal lieber die Jalousien runter. Hier ist kein Theater. Das ist doch ganz falsch so. Na gut, wie du meinst. Und der Abend kam, oh Graus, da kam das Ganze raus. Hör auf, meine Nerven. Dann die zweite Strophe. Ja, gut, los. Doch kein Haar bei Licht besehen, wer sowas liebt, find's wunderschön, die Sonne hat's mir leicht gemacht, ich hab nur noch an dich gedacht, ich sing noch Pablo. Ist da was Besonderes? Grünes Gras. Und warum starrst du das fortwährend an? Die grüne Farbe beruhigt die Nerven, habe ich gehört. Ach, deshalb sind auch die Kühe so ruhig, weil sie immer fort ins Grüne glotzen. Entschuldige, du solltest dich nicht getroffen fühlen. Du bist ein Ochse. Sieh mal, die beiden stehen immer noch da und gaffen her. Lass sie doch gaffen. Bei solch einer Figur würde ich mir lieber ein Hemd überziehen. Als ob einer was dafür kann, wie er aussieht. Na, möchtest du zum Beispiel mit einem von denen gehen? Muss ja nicht sein. Und warum nicht? Weil sie irgendwie komisch sind. Na bitte, habe ich doch gleich auf den ersten Blick festgestellt. Urkomische Figuren. Na, und außerdem kenne ich die beiden ja kaum. Aber mich kennst du. Das fehlte noch, die kommen her. Und wenn, lass sie doch. Also mich kennst du. Tatsächlich, die scheinen was von uns zu wollen. Ist doch völlig unwichtig. Mich kennst du. Naja. Ein bisschen schon. Sag mal, was machst du heute Abend? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich würde gern mit dir zum Fluss gehen, Pavla. Hey du, steh auf. Hast du nicht gehört? Aufstehen. Warum denn? Steh auf. Ich hab gar keine Lust. Aber wir. Steh schon auf. Oder sollen wir nachhelfen? Fällt mir gar nicht ein. Willst du eine geschoben haben? Warum denn? Was habt ihr denn bloß? Wir haben gar nichts. Dumme Frage. Was habt ihr vorhin so geglotzt, als wir bei den Mädchen waren? Da gab's doch gar nichts zu glotzen, was? Wie zwei Uhus. Guckt mal lieber in den Spiegel, ihr seht ja aus wie verkehrt zusammengesetzt. Wie sehen wir aus? Das ist bei uns normal, wir sind Maurer. Sie sehen die Maurer aus, nicht? Ist doch vollkommen klar. Ich hab gemerkt, dass ihr Maurer seid, aber den Mädchen gefallen solche Quarkkeulen nicht. Pass bloß auf, dass wir aus denen nicht Quark machen. Kann ich was dafür, dass ihr so ulkig ausseht? Wenn das noch lange so weitergeht, dann zeige ich euch mal, was ulkig ist. Ihr wollt euch an einem Mädel vergreifen? Das ist doch wohl nicht drin. Was hier nicht drin ist, wird sich rausstellen. Sehr richtig. Ich habe euch vorhin mit euren Mädchen gesehen. Weshalb habt ihr nicht da eure Hut auf? Das waren doch überhaupt unsere Mädchen. Red da bloß keinen Unsinn. Die waren gerade frei und da haben wir... Ach du meine Wirklich? Oh. Ich kann nichts dafür, wenn das dämliche Gummiband reißt. Ich wollte gerade los. Sag, was soll ich denn machen? Denkst du, das war mit Absicht? Ach. Hör mal. Warte doch mal. Wir hatten gerade von uns gesprochen, nicht? Das weiß ich nicht mehr. Wieso weißt du das nicht mehr? Ich weiß es eben nicht. Also gehen wir heute Abend spazieren? Glotzt vor sich hin. Denik, folge mir. Wart erst einen Augenblick und dann folge mir.
Aber erst abwarten. Ahoi. Ahoi. Aber... Was starrst du denn in die Gegend? Wo glotzt du denn hin? Ich habe gesagt, du sollst mich angucken. Und warum kommst du mir nicht nach? Du solltest mir doch folgen, Stanley, habe ich gesagt. Aber erst abwarten. Abwarten. Wo willst du hin? Gestatten Sie, dass ich mich setze? Dankeschön, ich danke Ihnen. Ah, Stanjik, hast du alles gesehen? Ja, ich habe gesehen. Große Klasse, ganz große. Hm. Ahoi! Ahoi! Der von heute Nachmittag. Ahoi. Komm. Jenna, wo willst du hin? Hast du schon einen Platz? Nur da drüben. So weit. Wollten wir nicht tanzen? Dort vorne ist doch gerammelt voll. Mach doch nichts. Hast du gar keinen Durst? Nein. Augenblick, ich hole mir bloß eine Limo. Hey du, warte mal, bleib mal stehen. Ich hatte was zu dir gesagt. Ahoi. Na und, ich hab da auch Ahoi gesagt. Das schon, nur wie? Hör mal du, ich bin nämlich gleich die Limo. Sie hat doch damit gar nichts zu tun. Ich werde dir den Unterschied zeigen. Ich habe dann gesagt, lass ihn in Ruhe. Ahoi. Und du hast gesagt, Ahoi. Hörst du den Unterschied, ja? Ahoi, hoi. Ist doch ganz deutlich. Hörst du? Das ist vielleicht ein bisschen deutlicher Unterschied. Du hast wohl was am Kopf. So. Lass ihn in Ruhe. Ahoi. 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 Hört ihr das? Verstehst du das? Riesiger Unterschied, ne? Ahoi! Also, weg, komm, wir gehen. Hoi. Hoi. Ahoi. Ahoi. Weg, der ist ja betrunken. Ahoi. Darf ich bitten, mein Fräulein? Aber die spielen doch gar nicht. Ja, ja. Dann komme ich später nochmal. Mhm. Ahoi, Pavla. Ahoi, Marek. Darf man dich zum Tanz holen? Mit Ihnen tanze ich doch nicht mehr, mein Herr. Was suchst du denn hier? Ich warte auf eine Limo. Und wer wird sie dir bringen? Ich muss jetzt gehen. Ahoi. Hey du, stehen bleiben, dreh dich um, komm her. Du? Also ist jetzt alles klar? Ob dir alles klar ist? Ist dir alles klar? Danke. Hör gut zu, hör zu. Also, gut zuhören. Ahoi. Komm, wir gehen. Stehen geblieben. Sag mal, was ist Ahoi. 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 Hör mal richtig, Ahoi. 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 Nein, so. Ahoi. Ahoi. Ich wünsche guten Abend, Meister. Das gefällt mir. Ein schöner Anblick, dein Aber Freund.
Das ist doch nicht mein Freund, so eine komische Figur. Hör mal, mein Junge, wenn ich dein Vater wäre, ich würde dir erstmal den Glimmstängel aus dem Mund schlagen. Passt dir wohl nicht, wenn du frische Luft atmen musst, was? Was will denn der? Was hast du ihm getan? Was soll ich ihm getan haben? Keine Ausreden. Ich habe ihm gar nichts getan. Was du ihm getan hast, ich bin sein bester Lehrling. Also? Nichts. Was hast du ihm getan? Gar nichts. Warte mal, du warst nicht beglaubt. Hör schon auf, du bist ja voll. Du hast es nicht getan, so haben. Und sie auch. Glauben wir gleich haben. Wo ist Zdeněk? Zdeněk! Ist ja gut, wir glauben dir ja. Zdeněk! Wo steckt er denn? Zdeněk, komm mal her. Komm. Komm her. Na, komm schon. Komm. Komm. Sag es ihm. Was denn? Na, sag's ihm. Er will's nicht glauben. Sag's ihm. Was soll ich ihm sagen? Na, alles, was der Meister gesagt hat. Worüber? Natürlich über mich. Dass du besoffen bist. Das hat er gesagt? Ja, eben. Das hat er nicht gesagt. Das hat er niemals gesagt. So was sagt er nicht. Komm endlich, wir gehen. Hat er nie gesagt. Du hör mal, borg mir 20 Kronen. Wozu denn? Mach was du willst. Na, gib schon, du kriegst sie bestimmt wieder. Und wann krieg ich sie zurück? Nein, ich hol mir gleich Geld und dann bring ich's in Ordnung. Gib ihm nichts. Und keine Sorge. Keine Sorge. So. Ja. Wiedersehen, meine Leute. Auf mich ist Verlass. Komm, Zdeněk, jetzt wird gefeiert. So ein Pech, nichts mehr drin und alles wegen dieses blöde Jahr. Mach doch nichts. Komm, wir tanzen. Ich hab sowieso keinen Durst. Ich hol zwei neue, ja? Pass auf, sie wird einer. Schon warten. Geh doch uns auch. Zweimal bitte. Zweimal. Du wolltest auch zu ihr. Ja, ich habe ihn ja vorbestellt. Die wartet schon. Verlass dich drauf, die wartet. Folge mir. Hey du, weißt du... Ahoi! Ahoi! Grüß dich. Na, wollen wir mal? Grüß dich. Wo ist er? Da fragst du noch. Durch deine Schuld hat er vorhin die ganze Limonade verschüttet. Jetzt muss er noch mal welche holen. Ich weiß, das war so. Du hast recht. Gut, ja. Dann sag ihm, wenn er wiederkommt. Nein, warte, besser noch, du folgst mir. Folgst du mir? Ja. Und du folgst mir ebenfalls, verstanden? Und wenn er wiederkommt, dann sag ihm, er soll mir auch folgen. Er soll mir folgen. Thank you.
war so viel? Ach, überhaupt nicht. Er ist doch betrunken, das sieht man. Wenn ihm eben ein Mädel hier so gut gefällt. So? Welche denn? Sie ist schon wieder weg. Und deshalb hat er sich betrunken? Ach was, das war doch schon viel früher. Aber warum denn nur? Weil er sie heute sagen wollte. Ach so. Und hat er es ihr gesagt? Nein, nicht. Du hörst ja, sie ist schon weg. Schon weg. Das habe ich kapiert, aber vorher. Vorher, da war er ja auch noch nicht betrunken. Muss man sich wirklich immer erst betrinken, wenn man einem Mädchen etwas sagen will? Was soll man denn machen, wenn es anders nicht geht? Na, da staune ich, aber wenn ihr so gut befreundet seid, warum hast du es ihr nicht gesagt? War völlig unmöglich. Wo ich die Gelbsucht hatte. Die Gelbsucht, hört, hört. Zwei komische Figuren seid ihr. Sie ist komisch, weil sie Chandler so wenig kennt. Kann sie mich nicht fragen, kenne ich sie nicht am besten von allen. Da bin ich aber gespannt, was du ihr so flüstern würdest. Dass er ein toller Maurer ist. Ein toller Maurer? Ja. Der Meister hat ihm eine Ecke gelassen. Eine Ecke? Naja. Was für eine Ecke denn? Eine Ecke in der Wand. Ach so, eine Ecke in der Wand. Ich beginne zu verstehen. Zum Selbstmauern. Donnerwetter, sieh mal an. Also weißt du, sei mir nicht böse, aber dieses Mädchen, warum übersieht sie nicht einfach, dass er betrunken ist? Komm schon, Pavla. Wohin denn? Oh, du wolltest doch tanzen. Ach, tanzen. Von mir aus kann's losgehen. Du bleibst hier stehen, verstanden? Mal sachte. Ahoi! Ahoi! Hey, 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 sei friedlich. Warte doch mal. Was ist, tanzen wir? Kannst du twisten? Je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném plachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě chceš drpnout kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nejdej, spíš si palkou pilo živkyně, jak na pě Monte Cristo a ta ve vodkyně. Ona je doslova, jak Jana Brejková, Jean Maré se muž něj smechová. Na to pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny, ale ty stejně nejdou. Klíďánko si smáčí, nosí porci zmrzliny. Nej, rychlej čas letí v době zkusky, to člověk nemůže jít z domu bez propustky. To je nepřečnění pro malé zpoštění, rodiče se v tomhle nezmění. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nehledí na věžní hodiny, ale ty stejně nejdou. Klidánko si smáčí, nosí porci zmrzliny. Nej, rychlej čas letí v době zkusky, proč člověk nemůže jít z domu bez propustky. To je srdcečnění pro malé zpoždění, rodiče se v tomhle nezmění. Na to pak se nejraději vzpomíná. Aha. Na to pak se nejraději vzpomíná. Zdeněk, komm her. Komm her. Hör mal, Zdeněk. Was anderes. Hast du sie auch nicht gesehen? Wen denn? Na, die da mit dem Blauen. Da drüben am Tisch mit diesem Blauen. Du hast doch gesehen. Hast du sie gesehen? Thank you.
guten Abend. Entschuldigen Sie, Meister, haben Sie hier vielleicht ein... Chenda! Chenda! Komm, wir müssen da drüben hin. Sie ist auf der anderen Seite. Ah. Ist schon gut. Ich pfeife auf Sie. Kann mir gestohlen bleiben. Ist mir alles zu blöd. Na, was ist? Habt ihr die Blaue schon gefunden? Eure Eroberung? Warum guckst du so? Wissen Sie, Meister, finden Sie auch, dass ich hässlich bin? Was du da redest, Junge. Warum fragst du mich? Danach musst du doch die Mädel fragen. Bitte, Meister, ich muss es aber unbedingt von Ihnen wissen, gerade von Ihnen. Geh lieber nach Hause und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Meister, loben Sie mich auch jetzt noch? Na, jetzt weniger. Ah, ja, ich weiß, ich weiß. Und wie loben Sie mich sonst? Hör mal, nur sei vernünftig, Chandler. Geh und leg dich schlafen. Ah, selbstverständlich. Ich darf Ihnen doch ein bisschen Gesellschaft leisten, nicht wahr, Meister? Die Sache ist so, Chandler. Ich will dich gern loben, wenn du es verdienst. Aber du musst doch verstehen, man kann doch nicht einen immerfort loben, nur weil er mal was Gutes gemacht hat. Lob muss man sich immer neu verdienen. Aber wenn... Chandler! Lass ihn. Das hier tut ihm am besten. Guten Abend. Da bist du ja, Jungchen. Na, zeig mal, was ist denn das für ein Fleck? Ach, ist ja nicht so schlimm. War wohl nur ein bisschen Zigarettenasche. Du siehst dich schon vor, nicht wahr? Der Anzug ist doch ganz neu. Hast du keinen Hunger, Peter? Nein. Aber ich kann dir was warm machen, hab noch was von Mittag da. Ich hab keinen Hunger. Erzähl doch mal, Peter, wie war's denn? Naja, ganz nett. Mit was für Jungs warst du denn zusammen? Es waren mehrere, ein ganzer Haufen. Ich hoffe, anständige Jungs. Doch nicht etwa welche von diesen verkommenen Halbstarken. Nein. Und Mädels waren auch dabei. Hast du vielleicht schon irgendetwas gefunden? Eine kleine Freundin? Noch nicht. Ist auch besser. Dafür bleibt noch genügend Zeit. Was habt ihr denn getrunken? Nur Limonade. So seht ihr gerade aus. Nur Limo. Es war aber so. Red nicht. Du trinkst doch bestimmt schon deine 2, 3 Bier. Nicht wahr? Mit wem bist du denn nach Hause gegangen? Mit den anderen Jungs oder wieder allein?
Allein. Da sind die Jungs wohl noch dort geblieben. Peter! Mutter hat dich was gefragt. Na, ich habe meine Limo getrunken. Dann ein paar Mal getanzt. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und weiter war wirklich nichts. Na, gute Nacht. Augenblick. Warte. Hier. Na, wo denn nur? Sehr aufschlussreich, dieser Abschnitt. Da steht was von einem Jungen. Ungefähr so einer wie du, auch in deinem Alter. Sie nennen natürlich keinen Namen, das macht man heute nicht. Wohl unmodern. Tja. Und nicht etwa alles Wahrheit, verstehst du? Naja. Du kannst das ja später mal lesen. Ist übrigens schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Naja, du bist ja auch schon ein Mann. Findest dich da schon selbst durch. Also, lies es mal. Das kenne ich schon. Habe ich längst gelesen. Gute Nacht, Vater. Was machst du da, Mutter? Nudeln für morgen. Sie sind schon da. Und was willst du sagen? Was soll ich ihm denn sagen? Ruf ihn bitte zurück. Na, so ruf ihn doch. Marek! Was willst du? Komm mal her. Was willst du denn? Komm doch her, Marek. Komm du doch hierher. Na, geh hin. Geh schon. Was ist denn? Es darf aber keiner hören. Was fährst du durch die Gegend? Ach, irgendwelche Bilder. Zeig doch mal her. Die sind doch aus meinem Geschäft. Was ist denn drauf? Na, was soll schon viel drauf sein? Huss vielleicht oder Zizka. Ich sag doch, sie sind aus meinem Geschäft. Aha. Und wie war's am Sonntag? Ich hab ein bisschen viel getrunken. Erzähl keine Märchen. Tatsache. Und wie lief's mit ihr? Marek war auch da, aber... Aber was? Alles klar, wir gehen heute spazieren. Hä? Wann bist du nach Hause gekommen? So ungefähr um 11. Was habt ihr denn alles gemacht? Gemacht? Na, alles. Ich meine, so alles Mögliche. Aber das Unterhalten ist dein Problem, was? Na ja, schon. Erzähl bloß noch, ihr habt euch geknutscht. Heute haben wir schon wieder ein Rendezvous. Und wie steht es mit den Garantiefristen? Ich hoffe, da geht alles in Ordnung. Hier die Flaschen bei. Sie sind von der vorletzten Sendung, das heißt noch 4 Wochen Frist. Bis dahin haben wir sie dreimal verkauft. Zufrieden, ja, zufrieden. Und hier rechts? Von der letzten Sendung. Müsste also noch ganz frisch sein. Ja, ich sehe schon, ist gut, ja. Mit denen hier ist es genauso. Gut. Mit denen auch. Und hier die fette? Aber Peter, was soll der Unsinn? Die Karre bleibt draußen, die Pakete kommen hier rein. Und dann Tür zu. Also die Fette, ja? Die sind völlig frisch. Danke. Und das ist von der letzten Sendung. Na, lassen Sie schon, ist gut, habe ich vorhin schon gesehen. Und hier der Rum?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Flaschen. Halt, stopp, hier steht aber 21. Ist schon möglich, Inventur war gestern. Da sind inzwischen 3 Flaschen verkauft worden. Und der 5-Stern-Cognac? Was machst du denn nun schon wieder? Sei nicht so bequem. Den Bindfaden muss man aufknoten und nicht durchschneiden. Wir brauchen Bindfaden für alle möglichen Zwecke. Wir waren beim 5-Sternigen. 2, 4, 6. Ja, stimmt, 6, sehr gut. Im 2, 4, 6, 8, 10. 10, jawohl. Und Jacamarus? 2, 4. Na ja, schon gut, Peter. Gefällt mir. Stell es vorläufig dahin. Auf der Toilette läuft dauernd das Wasser. Und der Ventilator geht schon 2 Jahre nicht. Die Leiter ist auch Jacamarus. 2, 4, 6, 8 Flaschen. 8. In Ordnung. 3, 6, 9, 12, 24, 30. Oh, 31. Das ist gestern eine verkauft worden. Ja, das kann sein. Hier ist das zweite. Ja. Ja, ja. Auch ganz hübsch, Peter. Kräuterschnäpse? 2, 4, 6, 8, 9. Ach, da haben wir ja noch einen 5-Sternigen. Rosinischen. Ja. Aha. 2, 4, ja. 6. 6. So ein Bild muss man von Weitem sehen, aus der Ferne. Ich habe keine Fernsehbrille mit, bin doch im Dienst. Kruzifix ist mir das ein Bildchen. Sehen Sie sich das mal an. Haben Sie auf Ihre geschlossenen Augen geachtet? Aber die weiß das. Die weiß genau Bescheid, mein lieber Mann. Ich glaube, am besten sieht man, wenn man es so macht. Wie durch ein Fernrohr. Man konzentriert sich auf das Wesentliche. Haben Sie beachtet, wie sie die Hand hält? Ich bitte Sie. Nichts Besonderes. Eine völlig normale Pose. Völlig normal. Hat der Mensch Worte für diesen Jungen? Übernimm dich nicht. Was glotzt du, mein Junge? Heb dir noch was für morgen auf. Morgen ist auch noch ein Tag. Teufel auch. Die Frauen als Nackedeis verkleidet. Wenn sie so hinterm Ladentisch stehen, das wäre eine Werbung. Da wissen Sie, dass das ein ernstes Problem ist? Sogar ein sehr ernstes? An 5 Fingern kann man die jungen Burschen abzählen, die ins Geschäft wollen. Problem. An 5 Fingern. Nur Mädchen kommen zu uns. Die Jungen wollen Astronaut werden, Kosmonaut und Radiomechaniker. Und wenn wir schon mal einen Jungen erwischen, dann bestimmt nur so eine halbe Portion. Also nehmen wir jetzt die Weine. Ja. Zuerst Silvaner Weißwein. Gut. 2, 4, 6, 8, 10. Stimmt. Und jetzt Silavka. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Was hast du da heute gefahren? Auf so einer kleinen Karre. Halt Vormittag am Bahnhof. Da habe ich nur Bilder abgeholt. Du hast Bilder abgeholt. Was heißt Bilder? Was für Bilder? Für den Verkaufsstellenleiter. Da hast du's. Für den Verkaufsstellenleiter. Für den Chef. Wer kauft sich sonst noch Bilder heutzutage? Nicht doch, Vater, lass den Jungen zufrieden. Es waren eigentlich gar keine richtigen Bilder, sondern nur solche Drucke, weißt du? Das heißt nur Drucke. Drucke. Als Prämie für die Verkaufsstelle. Na siehst du, er hat sie auch nicht selber gekauft. Ja, eine Prämie. Habe ich mir gedacht. Was war denn drauf auf den Bildern? Mir ist so, als hätte ich dich was gefragt, oder? Also antworte. Eine Frau. So, eine Frau.
Und was für eine Frau? Na Himmel, Herrgott, nicht nochmal so antworte, ich hab dich was gefragt. Soll ich dir denn jedes Wort aus der Nase ziehen? Eine ganz nackte Frau. Aber Peter. Ganz nackt also. Da siehst du, Vater, den ganzen Tag reden sie von sozialistischer Erziehung, aber dann lassen sie Peter solche Schweinereien spazieren fahren. Na, meine Güte, was soll daran so schrecklich sein? Eine nackte Frau auf einem Bild. Na ja, Peter ist mittlerweile ein großer Junge geworden. Da kann er schon mal was sehen. Ach, dass du dich gar nicht schämst und du auch. So, du sagst, es war eine Schweinerei. Na, immerhin. Sie war zufällig entschieden hübscher als die da. Na, na. Spiel dich nur nicht so auf. Mäßige dich. Sieh dir das an. Sieh mal genau hin. Sieh dir diese Augen an. Das ist höchste Schönheit, was? Ich stell mich hier hin. Sie sieht mich an. Ich stell mich hier hin. Sie sieht mich immer noch an. Das ist Kunst. Das soll heute erstmal einer malen. Heute, da kriegen Sie nur Schmierereien fertig. Auf Wiedersehen. Du Lada, geht die Pawlow-Robba nicht mit dem Marek? Ist gegangen. Ahoi. Ahoi. Na, so sag doch was. Na, was denn? Na, irgendetwas. Mir fällt aber gerade nichts ein. Ich weiß nicht was. Was hast du dir da angesehen? Zeig doch mal. Ach, das war so ein Plakat. Dann zeig mir's doch. Es war kein Plakat. Was war's denn? Einfach ein Bild. Dann zeig's doch ruhig. Das geht nicht, Tatsache. Zeig mir's doch endlich. Geht wirklich nicht. Wohin wollen wir? Warum soll's nicht gehen? Gut, dann lässt du's eben. Wohin willst du? Nirgendwo hin. Also meinetwegen. Du hältst es ja verkehrt rum. Wo hast du das her?
aus unserem Geschäft. Warum ist es so zerknittert? Ist doch schade drum. Ich hatte es mir in die Hosentasche gesteckt. Hm. Wie alt mag die sein? Was meinst du? Tja, bei Frauen und dann auch auf Bildern ist das schwer zu sagen. Mhm. Über 10 auf alle Fälle. Ja, allerdings. Hübsch. Schade, dass es so zerknittert ist. Pavla, weißt du, was schön wäre? Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder für mich Zeit hättest. Wenn ich jetzt nach Hause komme, wird meine Mutter fragen, wo ich so lange gewesen bin und wird so schimpfen, dass ich mich gar nicht traue, ihr wegen morgen was zu sagen. Das kenne ich, aber das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe zu Hause die reinste Hölle. Warum denn? Tatsache. Mutter zum Beispiel will unbedingt erreichen, dass ich ihr alles anvertraue. Ich soll ihr alles, aber auch alles sagen. Ich weiß nicht. Sie meint sogar, ich hätte sie nicht gern, verstehst du? Ich hab sie aber gern. Aber wenn ich ihr alles sage, dann fragt sie mich trotzdem, warum ich ihr nicht alles anvertraue. Und Vater sagt wieder, damit würde ich sie ins Grab bringen. Wie naiv das ist, wonach sie fragt. Stell dir mal vor, ich gehe irgendwo hin und sie fragt, wo gehst du hin? Ich sage baden. Und sie? Aber dass du mir dort nicht ertrinkst, mein Jungchen. Das ist furchtbar, Tatsache. Oder auch, ich komme abends nach Hause und gehe ins Zimmer und da sitzt die ganze Wohnung voller Menschen. Meine Mutter mittendrin und ich bin noch gar nicht richtig im Zimmer, habe mich noch gar nicht zurechtgefunden. Da höre ich sie, willst du nicht grüßen? Als ob ich nicht grüßen würde, verstehst du? Oder sie sagt auch, dass mir ein anderer lieber ist als sie. Wer? Na, vielleicht Ladja. Peter, ich muss jetzt gehen. Das erzählst du mir ein anderes Mal, ja? Also, du kommst morgen. Das weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall am Fluss sein. Dann ahoi. Ahoi. Peter! Hör mal du, Mutti lässt fragen, ob ihr nicht zufällig Delikatessgurken im Geschäft habt. Schönen Dank. Tschüss. Sein. Warum arbeitest du nicht? Du stehst da rum nur so. Ist doch peinlich, dich so rumlungern zu sehen. Guckst die ganze Zeit dumm aus der Wäsche. Und wenn ich doch dabei arbeite? Na sowas, das hier ist doch keine Arbeit. Ich hab dich durchs Fenster beobachtet. Schon eine Weile, fast eine Stunde. Arbeit, was arbeitest du denn? Ich stehe da und gucke. Aber das ist doch keine Arbeit. Ich stehe da und gucke. Wieso nicht? Na, wonach guckst du denn? Na, auf die Leute. Auf die Leute? Na und? Und was weiter? Auf die Leute. Sie nichts. Stehlen. Na siehst du, das ist gut. Das muss sein. Pass gut auf. Ja, natürlich gibt es Langfinger. Leider, mein Junge. Ja.
Nein, die brauche ich nicht. Aber ein Klempner, das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was gibt's, Peter? Dieser Mann ist wieder da, er stolzt gerade durch den Laden. Welcher Mann denn? Der Mann, der von damals, der vor mir ausgerissen ist, als ich ihn vor mir herjagte. Ich rufe in einer Stunde nochmal an, aber ich habe keine Lust, ewig zu warten. Schnell. Rede doch, Junge. Was ist los? Ist was passiert? Nichts ist passiert. Eine Frau hat was geklaut. So. Eine Frau hat was gestohlen. Was hat sie denn gestohlen? Ein paar Tüten Bonbons oder sowas. Ich weiß nicht genau, aber nicht viel. Was war das ungefähr wert? Wie viel Kronen etwa? Na, so für 12 Kronen. Hm. Mehr war es ganz bestimmt nicht. Hm. Nun, und du bist ihr nachgegangen? Bin ich nicht. Tja. Und wie hast du dich verhalten? Was hast du daraufhin unternommen? Nichts habe ich unternommen. Also du bist nicht mal hinterhergegangen? Nein. Ich fasse zusammen. Du bist nicht hinterhergegangen. Bitte, Peter. Hast du deswegen Unannehmlichkeiten gehabt? Mit den Verkäuferinnen oder mit deinem Chef? Du verheimlichst mir doch nichts, mein Junge. Nein, wirklich nicht. Sag lieber die Wahrheit. Bei Zeiten. Dann kann ich noch alles ausbügeln. Nein, weiter ist nichts. Glaub mir doch. Nein, du hättest sie nicht weggehen lassen dürfen. Ich frage dich zum letzten Mal.
Du hattest keine Unannehmlichkeiten? Nein, Tatsache. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Nicht? In allerbester Ordnung. Nein? Hör mal zu. Es kann immerhin sein, dass dir noch mal derartiges passiert. Dann gehst du dem Kerl an die Gurgel, gibst ihm eins zwischen die Rippen und zwingst ihn, alles auszupacken. Ich habe dich im Geschäft beobachtet. Steht dir gar nicht so schlecht. Ja, Mutter. Er macht sich recht gut. Ach was, Vater. Eben nicht. Kein Wunder, wie kannst du was vorstellen? Wenn du da im Laden stehst, wie der Storch im Salat. Das muss ja komisch aussehen. Aber ich weiß schon. Es macht ja keinen Spaß. Doch, Spaß schon. Eben nicht. Ich weiß, was dir Spaß macht. Ich habe es selbst gesehen. Neulich in einem Restaurant. Da waren auch solche, so wie du. Denen hat es Spaß gemacht. Die haben vielleicht Allotria getrieben. Wie die sich aufgeführt haben, überschreitet die Grenzen des Anstands. Junge Menschen hopsen wie Affen. Verrenken sich so drunter und wieder hoch. Und das soll Spaß machen? Nicht zum Ansehen ist das. Als du geboren wurdest, da war große Freude, dass wir einen Jungen hatten. Du bist daran gewachsen. Ich habe dir eine Geige gekauft. Sie liegt auf dem Schrank. Mit 10 haben wir dir ein Akkordeon gekauft. Es steht im Schrank. Warum, mein Sohn, wollt ihr lieber Gitarre spielen? Weil es so Mode ist. Man braucht sich nicht anzustrengen, nicht viel zu üben. Bloß ein bisschen rumklimpern. Ein paar alberne Schlager trällern. Wenn dir das genügt, deine Sache. Allerdings leben, mein Junge, das merke dir, kannst du davon nicht. Leben kannst du davon nicht. Wie denkst du dir das nun weiter? Wie soll's weitergehen? Antworte wenigstens. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Interessant. Was du nicht machen willst, das weißt du. Und was du machen willst, das weißt du nicht. Sieh mal, die Arbeit im Geschäft hatte dir doch anfangs so gut gefallen. Und jetzt gefällt sie dir nicht mehr. Du redest mit, als ob du was davon verstehst. Wie redest du mit deiner Mutter? Was erlaubst du dir, Bengel? Herein. Herein. Na, herein doch. Herein! Sakrament, worauf warten Sie denn? Guten Abend. Wen suchen Sie? Ja? Was wollen Sie?
Chandler Semmelrath. Ich wollte nur... Guten Abend. Ich wollte nur den Sohn was besprechen. Komm doch mal raus, bitte. Ahoi. Nein, nirgendwo hin wird er gehen. Hier geblieben. Kommen Sie rein. Nein, ich wollte nicht reinkommen. Ich bleibe hier. Aber kommen Sie doch erst mal näher. Nein, wirklich, es geht nur um meine Kleinigkeit. Ich möchte ihm nur... Hör mal, ich bitte dich, ich möchte auf keinen Fall... Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich möchte lieber stehen bleiben. Dauert nämlich bestimmt nicht lange. Ganz kurz. Und erzählen Sie. Erst mal setzen Sie sich hin. Ach so. Na, nehmen Sie schon Platz. Erledigt das hier miteinander. Was ist denn? Fang schon an, was gibt's? Ja. Also, ich möchte das gern erledigen. Weißt du, du hast mir doch da die 20 Kronen geborgt. Du weißt schon, wie... Ich hab's natürlich nicht vergessen, aber das muss ja mal in Ordnung gehen, nicht wahr? Ich hab das Geld hier, wissen Sie, ich hatte es hier in die Tasche gesteckt. Es war mir dann aber irgendwie aus dem Kopf oder was, ich weiß auch nicht. Ich hatte vor, es dir zurückzugeben, wie es sich gehört. Hab mir nicht etwa was dafür gekauft. Und damit du nicht vielleicht denkst, dass ich dir was wegnehmen will... Halt, was geht hier vor? Hier, und Dankeschön. Nichts, er hat es mir nur geliehen und ich gebe es ihm jetzt wieder. Verstehen Sie, das ist sein Geld. Essen Sie ein Stückchen Kuchen mit? Nein, ich aber danke. Aber bedienen Sie sich. Nein, ich will wer nicht. Wer wird sich denn hier genieren? Ich geniere mich doch nicht, ich möchte bloß lieber gehen. Junger Mann, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ja. Ich heiße Chandler Semmelrath. Na bitte, Herr Chandler, dann greifen Sie ruhig zu. Ja, danke. Dann werde ich mal so frei sein, wenn es nicht anders... Gut. Schmeckt's? Ja. Und wo arbeitest du? Ich lerne Maurer im ersten Jahr. Maurer. Maurer lernt er. Zeige mal deine Hände. Wieso die Hände? Meine Hände soll ich zeigen? Die Hände? Na? Sieh sie dir an. Sieh sie dir gründlich an. Ich möchte doch lieber gehen. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ahoi. Siehst du? Der arbeitet. Aus dem wird kein Halbstarker. Und du? Ich weiß nicht. Es macht mir keinen Spaß. Ich habe keine Lust dazu. Ich weiß nicht. Wer soll es nicht wissen, wenn nicht du? Deine Mutter? Dein Vater? Ich nehme es dir ja nicht übel, dass du es noch nicht weißt. In deinem Alter kommt das mitunter vor. Irgendwann platzt der Knoten. Doch solange du es noch nicht selber weißt, was du zu machen hast, werde ich es dir sagen und du wirst gehorchen. Guten Abend. Was ist denn, Uschender? Komm doch endlich. Komm doch schon. Ich warte noch. Hier ist es so interessant, du Ochse. Ein Arbeitskollege von mir. Interessant, du Ochse? Für dich vielleicht. Für dich mag es hier interessant sein. Das ist nicht interessant. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, eher im Gegenteil. Weißt du überhaupt, was du da gesagt hast? Weißt du, was du da redest? Das ist...